Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers Aussie TV. Freunde, heute eine RC-Talk-Sondersendung. Und das große Thema vom heutigen Talk wird sein, das Silver Aussie, beziehungsweise das Silver Racing. Freunde, da kam ein Video gestern online, kalendarisch betrachtet, gestern, wahrscheinlich jetzt, wenn das Video online kommt, wird es für euch trotzdem noch gestern oder zweifelsfall auch vorgestern gewesen sein. Da hat der Mick echt eine Bombe rausgehauen. Und zwar kam die Mitteilung, dass es mit Da Silva RC in dieser Form, wie es bisher, ich glaube, die letzten 10 Jahre existiert hat, einfach nicht mehr so weitergeht. Mir war das ganze Thema schon tatsächlich ein paar Tage, ich will jetzt nicht sagen früher aufgefallen, sondern das, was mir aufgefallen war, ist, dass es, bevor das Video jetzt kam, sage ich mal so bestimmt 4, 5, 6 Wochen vorweg, eine Änderung im Kanalname gegeben hat. Also das heißt, der Wechsel von Da Silva RC auf Da Silva Racing, das ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt für meinen Teil quasi das so verstanden, dass er vielleicht auch dort etwas zielgerichteter in dem Thema des RC Racing sich zukünftig weiter bewegen wird, weil mit dem Thema hat er ja jetzt mit der RC Kleinserie auch, finde ich, schön gestartet und hat da auch eine tolle Community doch mittlerweile hinter sich oder mit aufgebaut. Ne? Ihr seid ja da auch mit interessiert dran. Und hatte jetzt aber tatsächlich nicht gedacht, dass dieser Einschnitt dann, also auf jeden Fall mal jetzt gleich und dann in dieser Form so passiert. Ich finde, das Silver RC, auch wenn ich jetzt natürlich da, ich will jetzt mal sagen, ganz vorsichtig, so ganz kleine, Konkurrenz ist so ein blödes Wort. Ich bin da so ein Nachzügler. Ich bin so ein, ich weiß nicht, wie so das vierte Kind. Ne? Ich kam dann irgendwann mal später. Also Mick hat in der RC-Welt, finde ich, schon echt viel bewegt. Und ich muss auch sagen, er hat natürlich auch als RC-Influencer schon viele Dinge erreicht, die jetzt sich einer meiner wenigen auch dann mal wünscht. Ja? Also auch bitte nicht falsch verstehen. Ich habe bisher auch schon mit Coralli zum Beispiel was machen dürfen und das Ganze lief auch über den Boris als RC-Kiste. Natürlich hat man aber auch als Da Silva RC nochmal ein paar andere Marken gesehen und gemacht und hat natürlich mit einem Modellbau-Metz nochmal eine andere Größe an Modellbaushop hinter sich, wie das jetzt beispielsweise auch auf meinem Niveau noch stattfindet. Was ja erstmal alles gut ist. Also ich will damit nur sagen, der Mick hat es geschafft, mit einer der größten Modellbaushops in Deutschland zu arbeiten. Der Mick hat es geschafft, mit so ziemlich jeder gängigen Marke zu arbeiten, sogar vor ihrer Zeit, muss man einfach auch mal sagen. Ich kann da jetzt nur mal so ein Beispiel nennen, aber so Durango, Arma, hat man halt bei Mick auf dem Kanal beides gesehen. Und da muss ich sagen, habe ich ja auch vor meiner Zeit als YouTube-Influencer echt viel bei Mick mir Videos angeguckt. Damals gab es aber noch, Grüße gehen beispielsweise raus an jemanden, der auch wieder aus der Versenkung rauskam, Darkenizer RC. Habe ich mir nämlich ziemlich viel Really-Content reingepresst, als ich noch damals ein bisschen jung und unerfahren war. Und der war ja zwischenzeitlich auch mal, ich glaube, fast 10 Jahre von der Bildfläche verschwunden. Und ich hoffe, das passiert jetzt bei Da Silva Racing nicht, weil tatsächlich auch so diese Sunday-Driver-Geschichte und auch dieses ganze RCK Kleinserie, das hat auch mich da so ein bisschen abgeholt, beziehungsweise auch Videos, die ich da einfach noch gern angeguckt habe. Ja, dass jetzt das Thema Bashen irgendwo runterfällt, nachvollziehbar, schwierig, aber nachvollziehbar, weil einfach das Thema Bashen da schon irgendwo einfach so ein Synonym für Da Silva RC war. Ja? Also auch ich habe mir da gern immer die Videos mit der Bash Crew gerne angeguckt und ja, also ich müsste normalerweise hier sitzen und müsste mich freuen und müsste einen Kuchen anzünden und irgendwie ne, eine Party schmeißen, weil ich sagen kann, ah, nochmal ein großer ist weg. Nee, aber ich finde es tatsächlich doch ein bisschen mehr schade, wie als dass ich mich freue. Deswegen Grüße gehen raus an dich, lieber Mick. Erstens mal, meinen Support für die Entscheidung hast du dort auf jeden Fall, weil auch ich immer wieder feststelle, dass wenn man so YouTube-Influencing im Hobbybereich betreibt, man muss sich da schon echt viel gefallen lassen. Ja? Also ich meine, viele Menschen verkennen es oder na, wollen sich da auch gar nicht drüber informieren. Ich denke, ein Großteil auch von meiner Community beispielsweise weiß, was ich mache, auch in meinem normalen Alltag, in meinem normalen Leben. Also ich bin per se ja nicht nur Influencer für YouTube hauptberuflich, das würde ja auch so finanziell gar nicht funktionieren, sondern ich gehe ja auch einer normalen Arbeit nach. Und ich denke, wer da auch ein bisschen sieht, wie der Mick sich beispielsweise noch entwickelt hat über die letzten Jahre, auch beruflich mit Selbstständigkeit und so weiter. Ich meine, das,
Das sind alles Dinge, die muss man wirklich unter ein Dach bekommen. Ja? Also ich bin auch manchmal echt hart am Struggeln, weil ich einfach mit der täglichen Arbeit im Vertrieb, na, eigentlich auch keinen 9-to-5-Job habe, sondern einfach, ja, auch da die Zeiten manchmal ein bisschen gedehnt werden. Dann bin ich natürlich rund um die Uhr Familienvater und Ehemann. Ich sag's jetzt mal so, weil natürlich die Kinder noch mal ein bisschen mehr einfordern wie die Frau. Aber nichtsdestotrotz Familienvater und Ehemann. Und ich bin dann ja schlussendlich Hobbyanwender, der noch YouTube macht. Weil, ich kann euch auch schon mal prognostizieren, sollte ich irgendwann mal kein YouTube mehr machen, wird es das Hobby ja trotzdem noch bei mir geben. Ja? Ich habe auch da irgendwann mal angefangen, YouTube zu machen über Themen, die einfach so noch nicht existiert haben. Das war auch meine Daseinsberechtigung. Ich sage jetzt mal auch, diese ganze Really New One-Geschichte, die hat damals den Kanal richtig hochgedrückt. Und natürlich heute haben wir ganz andere Marken, ganz andere Fahrzeuge im Haus. Auch ein bisschen der Thematik geschuldet, dass auch viele Marken sich da auch nicht mehr weiterentwickelt haben, die letzten 4, 5 Jahre. Also gerade wenn ich jetzt an besagtes Really denke, die haben sich da eigentlich in meinen Augen etwas rückwärts entwickelt. Das ist jetzt auch nicht bös gemeint, aber solche Neuerungen und solche Bretter wie jetzt beispielsweise in den Really New One, wie ein Really Dune Fighter, wie ein Really auch der Eraser, als der rauskam, ein richtiges Brett. Und irgendwie haben die seit 2022 da es nicht mehr geschafft, irgendwo ein gutes Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das denselben Hype erfährt wie seine Vorgänger. Ja, so. Sie haben dann mit dem Deathwatcher XL, finde ich, nochmal was gemacht. Das war mal wieder so ein bisschen dem Hype der alten Zeit angelehnt, aber war jetzt auch so eine Eintagsfliege. Ne? War nochmal so ein kleiner Puls, der dann nochmal ein bisschen den Markt aufgewühlt hat, aber hat sich jetzt so langfristig auch nicht so durchgesetzt, glaube ich, wie die Jungs sich das erhofft haben. Und jetzt auf der anderen Seite des Influencings und um dann auch wieder die Kurve zu kriegen, man lebt da oder man macht da relativ viel mit. Also, wie ich es gerade schon erwähnt habe, der Mick, der hat ja da auch mit unzähligen Marken gearbeitet. Ich kann auch verstehen, dass er dann da irgendwo sagt, er sieht mittlerweile nur noch dasselbe. Also Autos kommen raus, ja, die Brace ist anders, die Ackermann-Platte ist anders, die Reifen sind anders, aber am Ende des Tages, RTR-Elektronik wird sowieso immer gleich getauscht, ja. Und wenn es nicht RTR kommt, dann ist eigentlich auch schon relativ klar, was man in einen RC-Roller reinbaut. Und so wiederholt sich das Thema und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Ich sage jetzt mal so, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre macht das nichts aus, aber so, wenn man Richtung, na, und der Mick ist dann doch schon ein bisschen länger dabei, wenn das dann so über eine Ära von 10 Jahren geht, schwierig, ja. Ich kann da auch die Aussage nachvollziehen, dass auch einfach die Entwicklung dort in der RC-Welt vielleicht für ihn da ein bisschen sich verändert hat, dass das alles, ja, nicht mehr so große Schritte macht wie früher auch. Das ist aber auch etwas, was ich in anderen Bereichen immer wieder feststelle. Also da ist jetzt das Hobby RC-Fahren, sage ich mal, auch mit davon betroffen. Ja, weil es gibt auch beispielsweise, also nur wenn ihr mich persönlich fragt, ja, auch in, wie gesagt, anderen Industriezweigen zwar Neuerungen, aber deswegen sind es nicht unbedingt Verbesserungen. Deswegen eine harte Nuss. Also da jetzt erstmal persönliches Statement meinerseits, lieber Mick, ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Ich finde es gut, dass du dich für dich und dein Leben weiter entscheidest, ja, und dass du eben das Thema das RC-Influencen wieder ein bisschen hinten anstellst. Ich weiß auch aus Gesprächen, die wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal geführt haben, persönlich, wie dein Background ja auch so aussieht, warum ich ja sage, als Selbstständiger und auch als Ehemann und wer weiß, ob da vielleicht noch was passiert, keine Ahnung, ob das Wort Vater noch mal zum Tragen kommt. Nein, aber ne, auch jetzt Interessensverschiebungen, ich meine, kann ich verstehen, ja, kann ich verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mit 50 noch mit RC-Autos spielen will oder ob ich dann vielleicht nicht mich in den Hintergrund zurückziehe und nur noch gern für mich baue oder für andere baue. Ich weiß es nicht. Also auch da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die ganze RC-YouTube-Geschichte da keine weiteren 20 Jahre mehr geht. Ja? Also ich bin jetzt auch schon 40 und das heißt, ich würde das ja noch machen bis zur Rente und nee, danke, Freunde. Nee, danke. Ja, ich zum Beispiel habe da auch immer mal wieder so meinen Gedankengut, weil ich mir immer wieder auch denke, ja, du machst das eigentlich für viele Menschen, die da echt dankbar sind, aber es gibt so eine Handvoll oder auch manchmal 2 Hände voll, ja, die können einfach mit dem Thema nicht umgehen. Ja, das kann ich jetzt auch direkt mal so in die Kamera reinsprechen. Ihr könnt mit dem Thema nicht umgehen. Ja, es ist immer alles wortgleich gesetzt, egal ob das von mir gesprochen war oder von denjenigen. Ja, es heißt immer, nein, das ist zu teuer und das ist so. Und ich sage, nein, das ist nicht so.
Ja, und so geht dann die ganze Tirade hin und her. Und ja, ich sage immer so, wenn es dann irgendwann mal persönlich wird, wenn man dann einfach auch fachlich, sachlich, argumentativ nicht mehr weiterkommt, ja, da muss dann, man muss sich da dann als Person des öffentlichen Lebens schon wieder zurückziehen. Also glaubt nicht, dass ich diese Kommentare, die ich schreibe, dort immer gern schreibe, weil ich bin auch ehrlich mit euch, ich wäre da manchmal gern etwas beleidigerend, als ich es eigentlich bin. Also ja, ich habe da manchmal schon anderes Gedankengut im Kopf. Wenn ich da mal auf den einen oder anderen Schwachsinn, der mir an den Kopf geschmissen wird, da auch mal eine Antwort verfasst. Aber gut, jemand, der sich hinter einer Tastatur versteckt und nicht seinen echten Namen verwendet, der kann da natürlich auch ein bisschen anders rumholzen, wie jemand auf meiner Warte, der halt ja, da öffentlich dasteht und mit allem erstmal Gewehr bei Fuß steht, weil der Name öffentlich bekannt gegeben ist im Impressum. Sieht jeder meine Wohnadresse. Also ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich fange mir da natürlich schneller eine Klatsche ein, wie so mancher, der da einfach nur hinter seiner Tastatur rumtrollt. Genau, also das macht auch das ganze Thema des Influencens, glaube ich, heute, ich sage jetzt mal 2024, auch ein bisschen unattraktiver, wie es zum Beispiel 2016, 17, 18 war. Ich glaube, der Mick kann da auch mit ein Lied singen, weil der einfach schon seit der Zeit das erlebt hat. Und ich glaube auch, wir sind leider dazu hingekommen, in unserer Gesellschaft oder auch in unserer RC-Hobby-Community immer mal mehr zu kritisieren, wie das wir loben. Ja, also ich bin keiner, dem man jetzt grundsätzlich mal den Bauch pinseln muss oder soll oder wie auch immer. Nur ich verstehe nicht, ich verstehe bis heute nicht, wenn ich sage, ich habe den Armer Creighton gekauft. Ja, Beispiel jetzt. Guckt euch die geilen Reifen an. Dann kann keiner mehr drunter schreiben, so, ey, cool, fett, viel Spaß damit. Ja, nein, es kommt, also nett ist heute so, ich bin mal gespannt, wie lange du mit den Reifen so unterwegs sein kannst. Das ist heute nett. Dann kommt natürlich erstmal wieder das Markenshaming. Wieso hast du keine Losi gekauft? Wieso hast du kein Axial gekauft? Wieso hast du dir kein Proboard gekauft? Wo du dann einfach hinschreibst und sagst, Alter, ich verstehe es nicht. Ich wollte doch einfach nur mein Fahrzeug reifen. Ja, also das ist schon mal das Nächste. Ich habe das jetzt auch mit diversen Fahrzeugen diesen Sommer erlebt, wo ich sage, wow, cool, guck mal mein Losi und alle, wow, wieso hast du kein Hobau gekauft? Ja, okay. Ich sage dann, ich kaufe ein Proboard, ah, wieso hast du keinen Traxxas gekauft? Und schlimm, das Schlimme ist ja, wenn ich jetzt sage, ich kaufe einen Traxxas, dann heißt es wieder, warum hast du kein Proboard gekauft? Also es auch Leuten irgendwo 100% recht machen zu können, das ist heute noch viel schwieriger, wie es vor 10 Jahren war. Und das war vor 10 Jahren schon nicht möglich. Ja, da gab es schon diese ganzen Marken, Befangenheiten und die sind heute noch wesentlich schlimmer geworden. Auch komischerweise hat heute jeder eine Meinung und weiß auch alles besser. Ja, bloß irgendwie vermisse ich da so ein bisschen die Content-Produktion, das dann auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Weil wenn man immer so schlau ist und immer alles besser weiß oder tatsächlich gute Ansätze für Projekte hat, die da besser sind, wie die, die ich dann sonst bei anderen finde, ja, dann hocke ich mich nicht hin und schreibe unter das Video, das würde ich aber so und so und so und so und so machen, sondern dann mache ich halt doch mal vermeintlich selber ein Video. Und wer das nicht kann, also sorry, Freunde, ja, da muss ich sagen, immer bloß diese One-Way-Kommentare, so nach dem Motto, einmal durchlesen, wegschmeißen, ja, schwierig. Ja, deswegen reagiere ich auch mittlerweile so, wie ich reagiere, weil ich habe es irgendwie am Anfang noch versucht, mit Ernst und Argumenten zu beantworten, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass manche Leute einfach, ja, keine Ahnung, nach 30 Jahren wohl immer noch an der Brust gestillt werden und deswegen dann ihren Frust am Sonntagmorgen auf einem YouTube-Video rauslassen müssen. So, ihr merkt schon, habe ich nicht viel Gutes über. Aber na, das sind auch so Themen, mit denen man sich heute dann auseinandersetzen muss, wenn man dann natürlich bei YouTube arbeitet, für YouTube, bei YouTube seinen irgendwie Nebenerwerb macht. Und das ist jetzt genau der nächste Punkt. Also auch da dachte ich eingangs mal meiner Zeit, das wird ein Hobby sein und da wird es auch bleiben. Und man will da eigentlich keine Arbeit mitmachen. Aber tatsächlich ist es ja auch auf meinem Niveau mittlerweile schon eine Art Arbeit geworden und seitdem ich mein Kleingewerbe dazu angemeldet habe, reden wir ja erstmal faktisch von einem Nebenjob. Braucht man hier nicht schönreden. Ist so. Die Frage ist nur, wie weit treibe ich den? Ja, weil ich muss dann auch nochmal die Lanze brechen und sagen, okay, für das Geld, was ich monatlich mit YouTube verdiene, kann ich auch andere Nebenjobs an 2 Samstagen machen und dann habe ich es auch schon beieinander. Lassen wir es vielleicht noch einen dritten Samstag sein, ja, aber ich muss jetzt da nicht
So wie jetzt bei YouTube beispielsweise irgendwie in der Woche zwei, drei Videos bringen, damit die Aufrufzahlen kommen, damit nachher der Umsatz passt. Ja, also da muss man auch nochmal differenzieren. Da gibt es tatsächlich andere, schnellere und bequemere Wege, Geld zu verdienen. Und ja, ich sage jetzt mal so, jeder 520-Euro-Job bietet die Gelegenheit. Weil auch um dann mal 500 € bei YouTube abzugreifen jeden Monat, da muss man vielleicht auch richtig viel machen. Vor allem im RC-Modellbausektor. Ja, wenn ihr jetzt quasi, blöd gesagt, Reaction-Videos dreht oder irgendwas, was ein bisschen Nudity drin hat, also ein bisschen Nacktheit oder ne, so, dann hat man natürlich dementsprechend die Aufrufzahlen. Das RC-Hobby an der Stelle, das macht da recht homöopathische Aufrufzahlen, weil wenn man da reinguckt, also die Amis, ja klar, und auch die England-Influencer, die haben da dementsprechend hohe Aufrufzahlen. In der deutschen Community, da reden wir meistens von gerade mal 10%, was jetzt beispielsweise auch ein etwas erfolgreicherer England- oder Ami-YouTuber macht. Ne? Also da muss man auch immer mal sehen. Jetzt nichts gegen die Community, um Gottes Willen, aber wir sind natürlich aufgrund der Masse der Menschen in Deutschland im Vergleich zu USA und England dann doch nochmal ein bisschen anders aufgestellt, wenn es um das RC-Hobby geht, mit den ganzen Followern und auch Anwendern. So. Ist an der Stelle ja nicht schlimm, ne? Da bin, da bleib. Also ich könnte ja auch sagen, boah, ich gehe nach Amerika, ich mache englischen Content, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ich englischen Content heute machen würde, mir würde man das auch abnehmen. Ich beherrsche die Sprache. Ich fühle mich aber nicht wohl in dem Bereich. Ich fühle mich einfach nicht wohl in dem Bereich und bin deswegen auch bei der deutschen Sprache geblieben und werde auch weiterhin Deutsch influencen. Wenn er natürlich ein Ami das angucken will, gerne, lernt er doch ein bisschen Deutsch. Und ansonsten ist ja ähnlich wie bei mir. Ich gucke mir auch englischsprachigen Content an, den verstehe ich auch größtenteils, aber kann es ja auch nicht ändern, dass ein Kevin Talbot dann kein Deutsch spricht. So. Genau, also das jetzt einfach mal nur aus meiner Warte gesprochen. Ich will da jetzt auch gar nicht zu weit ausholen. Das Video heute zielte darauf ab, dass für mich, und das kaufen wir jetzt auf jeden Fall mal so neidlos anerkennen, ganz leichtes Schmunzeln, eine der größeren RC-Legenden jetzt erstmal in den etwas wohlverdienteren Ruhestand geht. Deswegen auch da nochmal liebe Grüße an dich, Mick. Alles gut, ich freue mich drauf, wenn bei der Silver Racing Content kommt. Ich bin auch gespannt, wie sich das mit diesem Sim Racing etabliert. Witzigerweise auch so eine Sache, da wo ich mal so ein bisschen hingeschielt habe. Ja, Freunde, ich bin auch Konsolenzocker schon seit vielen Jahren über den Controller und da habe ich jetzt momentan noch nicht so den Need drauf, aber wer weiß, was in 5 Jahren ist. Ne? Also das ist halt auch was. Es gibt halt auch irgendwann mal Interessensverschiebungen, ja, wenn man dann auch wirklich schon vieles, wenn nicht sogar schon fast alles bald gesehen hat, dann soll halt auch mal der Moment kommen, wo ein Hobby einem fad wird und man dann auch mal nach was anderem schaut. Und ich fand auch die Aussage schön, wo er gesagt hat, ne, es hat sich dann im Sommer immer alles so um RC gedreht und jetzt war er mit seiner Frau einfach auch mal unterwegs und hat gemerkt, dass es ohne RC auch schöne Sommer gibt. Und deswegen, ich will das auch heute gar nicht künstlich unnötig in die Länge ziehen, aber für mich tatsächlich ein Moment, wo ich einfach mal etwas drüber sagen musste. Und jetzt an der Stelle einfach nochmal liebe Grüße an Da Silva Assi. Ich finde es einen starken Move, wenn man nach sich selber schaut und dementsprechend auch die Konsequenz zieht. Meine Unterstützung hat er da und vor allem, wenn dann auch mal wieder ein Video kommt, wo der Mix sich dann mal wieder lang macht, dann freue ich mich drauf, das auch zu sehen. Und mehr bleibt da auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, dass das Influencer-Sterben dadurch nicht in eine Welle getreten wird. Genau, ich kann dem Mick jetzt auch nur alles Gute wünschen. Deswegen, Mick, an der Stelle von mir, von Ambrose, auch alles Gute für deine weitere Zeit. Und ja, ich hoffe und denke, dass man sich trotzdem noch mal sehen wird, auch wenn das jetzt alles ein bisschen runterfährt. Und da freue ich mich auch drauf. Und ja, bin gespannt, wie es dann mit der Silver Racing weitergeht. Freunde, das war jetzt heute mal, wie gesagt, Einmeldung, Sondersendung und C-Talk, dass da auch mal wieder einer passiert ist hier vor der neuen bunten Kulisse. Und ich hoffe, das Video war soweit okay. Und wenn ihr mit dem allem d'accord seid, was ich gesagt habe, lasst mal gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und schlussendlich aktiviert ihr die Glocke, damit ihr dann auch nicht das nächste neue Video verpasst, das definitiv dann ein Bestandteil von RC News sein wird. Und ja, Freunde, bis zum nächsten Mal bei Waxus RC TV. Bleibt gesund und habt Spaß mit eurem RC-Hobby.